Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zurück in der Division 2, meine Agents. Heute mit einem Exotic Holster. Und zwar bin ich am PTS und genauso wird er natürlich dann auch am Live-Server dann sein. Ich habe hier meinen Exotic Holster Dodge City Revolver Held. Was kann er? Wir gehen es von oben nach unten durch. Talente sind Taschenspielertrick plus 20% Präzision plus 20% Stabilität. Plus 40% Nachladetempo, plus 400% optimale Reichweite und plus 20% Revolverschaden und erforderlich eben eine Pistole ausgestattet. Das nächste ist schneller Schütze, das finde ich sehr interessant. Der Wechsel zur Pistole lädt alle Waffen nach. Also hier vielleicht gar nicht mal so schlecht, das Ding angelegt zu haben, wenn man vielleicht LMGs spielt. Und das letzte ist Perforator. Schüsse aus der Pistole durchschlagen Gegner, Kopfschuss-Kills mit der Pistole gewähren den Primär- und Sekundärwaffen 8 Sekunden lang plus 20% Waffenschaden und eine durchschlagende Wirkung. Die Dauer verlängert sich auf 11 Sekunden, wenn ein Revolver verwendet wird. Also hier, das sind sicher Sachen, die wir in Zukunft durchtesten werden. Und natürlich zeige ich euch jetzt auch, wie man diesen Holster bekommt. Als allererstes müsst ihr ins Weiße Haus zur Blaupausenhändlerin. Dort bekommt ihr eine Blaupause. Das ist aber ein bisschen irreführend, denn ihr bekommt hier nicht eine Blaupause, sondern ein Projekt. Das heißt, unter euren Projekten findet ihr jetzt das neue Projekt Holsteraufklärung. Auf nach Westen. Hier bekommt ihr die Aufgabe, zur Ufertankstelle zu gehen. Ganz wichtig, die muss natürlich auch besetzt sein. Die Stufe ist egal. Hier müsst ihr die als erster befreien. Und hier bekommt ihr das erste Teil, ein Schnellsparen Ledergurt in der Kiste. Wenn ihr das habt, geht ihr zurück ins Weiße Haus, gebt dieses beim Projekt ab und bekommt ein neues Projekt. Hier, das heißt die Groben, die Schlechten und die Bösen. Hier müsst ihr aufpassen, ihr müsst Kontrollpunkte machen und zwar der Stufe 4. Ihr müsst zuerst die ganzen Kontrollpunkte hochbringen. Und ganz wichtig, die Kontrollpunkte müssen sein von den Outcasts, den Hyenas und den True Sons. Also jeweils eines von jeder Fraktion. Hier bekommt ihr dann die drei Sachen, die ihr abgeben müsst. Das spendet ihr jetzt im Projekt und bekommt jetzt eine neue Aufgabe, nämlich Showdown im High Noon Saloon. Wo ist dieser? Und zwar der ist nordöstlich vom Weißen Haus, da wo das Echo ist. Hier muss man ein wenig aufpassen, geht nicht vor 12 Uhr hin, schaltet euch den Fotomodus ein, hier seht ihr dann die Ingame-Zeit. Ich habe so gemacht, ich war ca. 200-300 Meter weg, habe gewartet bis 12 Uhr, bin dann hingelaufen, dann ist der Boss eben in diesem Lokal, hier killt ihr den Boss und dann könnt ihr das letzte Teil mitnehmen. Das gebt ihr jetzt erneut ab und bekommt jetzt endgültig die Blaupause. Hier an der Werkbank seht ihr dann, ihr müsst zuerst noch zwei Holster craften, nämlich einen Providence und einen Petrov. Und wenn ihr das erledigt habt, dann könnt ihr den exotischen Holster craften. Ich hoffe, dieses Kurzvideo zum Exo-Holster hilft euch weiter. Ich würde mich um Kommentare, Like und natürlich auch ein Abo freuen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal. Sollte diese Geräte endlich mal rein.